Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu LS17 auf der Gemeinde Rade. Zusammen mit den Werner. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja. Ansgar ist nicht mehr dabei. Der hat sich leider jetzt aufgrund des Beefes ausgeklingt. Gut, hat halt nicht jeder so gut vertragen, die Ansage, aber Werner und ich sind übrig geblieben. Ja, der harte Kern, ne? Der harte Kern und ja. Werner hat es überstanden. Ja. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber geht wieder. Geht wieder, er hat gesagt, gut. Kann ich nachvollziehen. Lass uns Freunde bleiben. Nein. Ansgar hat ja schon letzte Woche gesagt, dass er jetzt die nächsten zwei Wochen aussetzt, weil er mit Studium zu tun hat. Und deswegen machen wir das jetzt hier dann erstmal zu zweit weiter. Ja, ist ja kein Problem. Das ist kein Problem, Mann. Deswegen, so, wir waren ja drüber beim Ansehen. Feld 11 ist immer noch im Eimer. Wir haben da jetzt, was haben wir da jetzt gemacht? Wir haben im Endeffekt, ich habe den Drescher zurückgesetzt, dass der Helfer weg ist. Und ja, wir lassen einfach die Finger von diesem Feld. Ja. Und das war's dann halt erstmal. Ich glaube tatsächlich, dass wir theoretisch, wenn wir den Mod Bank auf Hagenstedt mit reinnehmen würden, könnten wir dieses Feld verkaufen. Ach ja. Das wäre eine Option, damit man nicht ganz leer ausgeht, glaube ich. Ja, sollen wir das dann nächste Woche tun? Oder können wir machen. Mir ist das ganz egal. Okay, gut, dann haben wir das beim nächsten Mal. Ich hatte das alles so spät gesagt, ja. Ja. Dann haben wir das in der nächsten Season mit rein. Ist ja nicht das Problem. Da. So, ich habe jetzt umgestellt. Ich werde jetzt mit GPS ansehen hier, weil Vorgewende habe ich gemacht und jetzt wird ein bisschen GPS gefahren. Mhm. Ist ein bisschen angenehmer. Ist schön. Vor allem sieht das auch noch was aus. Nicht immer dieses Schlingel-Schlangel, das ist ja. Kann sich ja keiner angucken. So, was habe ich denn hier? Was sehe ich denn eigentlich an? Weizen. Okay, Weizen. Weizen genau. Ist schon mal ganz gut. Waren ist wir. Gar nicht, warum? Für irgendeine Wirtschaftszweige. Kann auch sein für die Saatgutproduktion oder irgend sowas. Genau. Das haben wir, glaube ich, in Erwägung gezogen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn von den Feldern her? Sind wir bald fertig oder? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Muss gleich mal schauen. Ich habe nur gerade mal das Schneidwerk reingeräumt. Sehr schön. So, machen wir hier gucken. So. Der Kleiner, dein Sohn, das ist Wahnsinn. Der MB-Truck. Ja. So. Was haben wir denn hier? Du, also, wir haben, also 11 schmeißen wir weg. 1, das siehst du ja gerade an, beziehungsweise ich glaube auch. Ne, ich bin auf der 29. Also du bist auf der 29. Warte mal kurz hier, Wachstum. Ja, gut, das wird angesehen. Und die 1 ist erst zur Hälfte. Okay. Gut, das heißt, wir könnten das jetzt alles ansehen. Ja, ich bin glaube auf der 1. Wir können auch, wenn du möchtest, weil wir haben ja damals gesagt, dass wir auch ein bisschen Forst machen werden. Und speziell, wenn wir jetzt nur zu zweit sind, können wir eigentlich auch ein bisschen Forst machen, wenn du möchtest. Könnten wir auch machen, ja. Weil die Felder alle bestellt sind, dann, ja. Dann können wir das dann machen. Können wir mal ein, zwei Folgen einschieben mit Forst. So. Lass mal das Ganze erstmal anfahren hier. Ja, aus irgendeinem Grund sind hier noch Lücken entstanden, aber die dürfen jetzt auch weggehen. Haben wir uns für heute ein Thema vorgenommen? Haben wir bestimmt, ne? Wenn du auf die Schnelle mal eins sagst. Bestimmt. Was haben wir denn? Moment, lass mich mal gucken. Ich bin ja immer so ein großer Freund von Kommentaren, ne? Von Kommentaren der Leute. Also jetzt nicht explizit, aber vielleicht ist da ein Thema, was man so grob anschneiden könnte. Wir werden uns sowieso wieder verplappern, steht sowieso schon fest. Das, ja, sicher wie Samen der Kirche. So, lass mal gucken hier. Staub aus. Ich muss hier noch die neue Bahn ansehen. Du verkalkuliert. So, GPS läuft. Runter das Ding. So, jetzt kann ich mal ganz kurz gucken. So, Gemeinderate. Was haben wir denn da gemacht, Schönes? Da. Okay.
So. Was machst denn du? Was denn? Na, nein, das Gewehr ist. Ach so, will das nicht so wie du möchtest? Ja, doch, ich wollte aber gerade Autorun einstellen, aber das hat er gerade nicht so ganz akzeptiert. Jetzt hat er es akzeptiert, danke. Hm, das sind eigentlich keine Fragen bei, da steht immer nur dabei, gutes Video, super, das mit FL11 habe ich auch, steht hier dabei zum Beispiel. Das sind wir wohl nicht die einzigen. Lösungsansätze habe ich allerdings nicht gefunden. Nee. Hier schreibt jemand von Osterferien, sind denn bald wieder Osterferien? Ja, ich glaube, die Woche, jetzt nicht die Woche, sondern die Woche irgendwie drauf. Ja, die Woche dann drauf, dann ist schon wieder Ostern. Dann sind dann dementsprechend parallel gleich wieder Osterferien. Also ich habe ja auch einen kleinen, ich habe ja auch einen Sohn, der in die erste Klasse geht, ne? Aber was mir so auffällt, die haben ja nur Ferien. Ja, das fällt einem dann erst später auf, wenn man aus der Schule Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Ferien man hat. Weil da geht vielleicht eine Woche, zwei in die Schule, dann heißt es wieder, jo, in zwei Wochen haben wir schon wieder eine Woche frei. Hier Energieferien und Pfingstferien und was ich, keine Ahnung. Das ist ja Wahnsinn. Es ist gerade so, ne, du hast Weihnachtsferien, also über Weihnachten, ja. Ne, größtenteils eine Woche, glaube ich. Danach hast du, ich glaube, drei Wochen später oder vier Wochen später, je nachdem, schon wieder Winterferien. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann, die sind im Februar, glaube ich, irgendwann Ende Januar, Anfang Februar, Mitte Februar, so in der Richtung. Und dann hast du schon im März, April, hast du schon wieder Osterferien. Ja. Dann hast du, gut, das gibt es jetzt noch bei uns, ne, 1. Mai, ne, Tag der Arbeit. Oder, Tag der Arbeit. Der ist bei uns frei, da hast du teilweise als Schule auch noch Brückentage mit drin, also unterrichtsfreie Tage, ja. Der Tag danach beispielsweise. Dann hast du Sommerferien, das sind ja die längsten. Ja, genau, das sind ja 2 Monate fast, ne? Richtig. Dann gibt es ja noch allgemein regionale Ferien, ne? Also wenn es jetzt irgendwelche speziellen Feiertage gibt in Ost und West. Wie zum Beispiel Fuß- und B-Tag, das ist zum Beispiel ein Tag, den gibt es nur, ich glaube, in Sachsen. Gibt es nur in Sachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Da ist an dem Tag zum Beispiel dann frei. Nach den Sommerferien kommst du wieder der Herbstferien, Ende Oktober irgendwann. Ne, dann hast du schon wieder Weihnachtsferien. Also ja, Ferienprogramm ist voll. Das Ferienprogramm ist definitiv voll. Das war damals wirklich schön. Ja. Problem ist nur, wenn man selber in die Schule gegangen ist, hat man das gar nicht so mitbekommen. Nö. Also dann war immer zu wenig Ferien, ne? Aber wenn du jetzt draußen bist aus der Schule, also jetzt klingt das so, wie ich jetzt als ausgeschult hätte, aber das merkt man erst im Nachhinein, wie viel frei das eigentlich ist. Das ist ja Wahnsinn. So. Das ist richtig. Naja, aber nö. Osterferien sind jetzt bald wieder. Okay. Deswegen. Aber ich hatte mir gestern aus irgendeinem Grund, weil es mich. Dein Titel hat mich gelockt. YouTube Real Talk. Ey, das hat gedacht, das echt Wind gemacht, ne? Weiß nicht warum, aber. Also ich gedacht, oh, jetzt packt er aus. Und fand das mal schön, dass du auf den April-Scherz reingefallen bist. Ja, ohne Witz. Das fand ich lustig. Aber ansonsten. Ich fand schön, wo du zu Mod Planet gesagt hattest. Das kam so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so minimal. Wurdest du zugespammt? Ohne Witz. Zu tun habe? Warum läuft denn das auf dem Sachsen-Let's Player? Warum denn? Boah, ja, Alter! Weil ich das so angehört habe. Weil so viele gefragt. Ja, ohne Witz. So. Das ist echt krass. Das ist, als wie du irgendjemandem was eine Rechenschaft schuldig bist oder sowas, ne? Das war schon, weiß ich nicht. So krass. Ja. Also ich hatte es ja, wo das am Anfang so losging, da hatte ich es halt öfters in den Kommentaren gelesen bei dir. Ja. Aber da hatte ich gedacht, naja gut, ne, mach der mit oder ne, das läuft auf den, was habe ich damit zu tun? Da habe ich gedacht, ja okay, aber dass das dann wirklich so massenhaft dann war, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich habe ein, zwei Leute dabei gehabt, die haben sich jeden Tag einen Wecker gestellt. Jeden Tag um 9 kam das gleiche Kommentar unter jedem Video. Achso, auch nicht verkehrt. Ja, es war Wahnsinn, ey. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, ne? Aber ich habe es, glaube ich, schon 2-3 Mal angesprochen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch 2-3 Mal ansprechen müssen, weil die Leute einfach nicht alles gucken. Das ist ja das. Und jetzt wegen jedem kleinen Blabla jetzt ein eigenes Video machen, finde ich überflüssig. Naja, das ist richtig. Aber ja gut, nee, das fand ich halt nur so lustig, wie die Tonlage dann so war. Ich sag's jetzt zum 100. Mal. Ja, das ist wirklich so. Das
Du kennst es ja auch, wenn du wirklich immer die gleiche Leier raushauen musst, dann... Ich mach das aber so wie Stefan Raab, dass ich nur irgendwann ein Knöpfchen drücke und dann kommt das automatisch. Ja, ja, das wäre was. Ja, aber ja, ich bin bei Mod Planet mit dabei, ja. Mod das Farm. Entschuldigung, Mod Farm, ja. Der will man noch Mod Planet im Kopf. Ja. Ja, ich bin bei Mod Farm mit dabei. Herr Werner, der macht die schönen Videos und ich kümmere mich halt um das Ganze hinten ran, dass der Werner damit keine Arbeit hat und der gut Videos machen kann. Genau. Interessanterweise hat auch Carbon auf dieses Video reagiert. Oh, okay. Der hat auch, kannst du dir da mal angucken, der hat das irgendwie auch so aufgegriffen, sage ich jetzt mal. Also jetzt weniger wegen Modfarm, sondern wegen dem allem drumherum und so weiter. Mhm. Und hat sich auch mal so geäußert und fand ich auch relativ interessant, muss ich sagen. Was? Also ging es halt eher in die Schiene so ein bisschen weniger LS und er kann eigentlich nichts anderes machen außer LS, weil die Leute bei ihm nichts gucken. Und dass das eigentlich nicht sein Wunsch gewesen wäre, aber jetzt leider auch doch in diese Richtung geht und das er halt sehr, sehr schade findet. Ja gut, das war finde ich gut, dass er das selbst so sieht, weil den Eindruck, den kann man durchaus, beziehungsweise das ist eigentlich jetzt nichts Neues, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Bei Carbon war ja damals mit so 13er, 15er Zeit gerade, war ja, was Mod-Vorstellungen angeht, richtig, also auch hardcore aktiv. Ja. Das war ja so wie ich damals in meiner Anfangszeit, im 13er. Und da ist das dann leider so, dass man sich dann so, ja, leider sich selber vom Zuschauerpublikum sehr eingrenzt. Ich sehe es ja heute, ich habe mich damals früh genug weiter geöffnet und andere Dinge auch gemacht. Dass ich halt heute nicht auf LS nur auf LS reduziert werde. Ja. Beziehungsweise, wenn ich mir das Interesse allgemein an den LS-Dingern angucke, war es mal größer, ist jetzt nicht mehr so hardcore, aber gut, damals gab es halt auch noch nicht in dieser Hülle und Fülle andere LS-Let's Player wie ihr, Ansgar, wen gibt's da? Ne, es gibt ja genug Exit und so weiter und so fort. Das stimmt. Deswegen, da ist einfach auch die Auswahl halt größer geworden. Und deswegen verteilen sich da die Zuschauer halt einfach oder die finden halt den Spielstil besser wie den und alles. Was ja alles, wie gesagt, kein Problem darstellt, ne? Jeden das seine. Ja, ich bin auch der Meinung. Wer gucken möchte, guckt und wer nicht, der nicht, fertig. Also. Richtig. Und da ist es ja alles cool. Aber ja, ich versuche jetzt auch erstmal wieder ein bisschen mehr an die LS-Materie, gerade mit dem Singleplayer-Projekt reinzugehen. Und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mein. Also Spaß macht's mir hier mit dir oder halt mit dir und Ansgar, ne? Ja, sowieso, sonst wird man's ja nicht machen. Ja, klar. Und Singleplayer-Projekt macht mir halt auch Spaß. Super. Aber ich merke halt schon, ich bin nicht mehr so hardcore in dieser LS-Materie mit drin. Und das Wichtigste ist ja auch immer noch, dass es die Leute auch irgendwo gut finden, weil ansonsten brauche ich es ja in einer gewissen Art und Weise nicht machen. Richtig. Kann ich es ja auch auf der Festplatte lassen, wenn es niemanden interessiert. Genau. Oder wirklich nur ein ganz kleinen Teil. Ja, und bis jetzt hält sich das so halbwegs die Waage. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Klar. Ist ja jetzt alles offen. Oh mein Gott, ich bin gerade gegen die Mauer gefahren. Okay. Ja, die Kollision, die ist teilweise ein bisschen tricky. Ja. Ich sehe es ja auch bei uns zum Beispiel, ne? Also LS mache ich ja hauptsächlich. Und dann gibt es noch den Kollegen Boxreich, der sonst alles andere macht. Mhm. Und du siehst halt schon, dass 90% oder 90% ist vielleicht ein bisschen viel, aber sehr viele Leute nur wegen LS hier sind. Bei uns. Das siehst du halt. Das war aber auch nicht anders geplant, klingt jetzt falsch, aber man hat die Leute einfach darauf hin gelotst, sagen wir mal, weil sonst bringst du nicht 4-5 LS-Projekte am Tag. Wenn du dich auf ein breites Spektrum konzentrieren möchtest. Richtig. Das ich ist meine, halt einfach die 17. Idee. Wenn man alle 17 in der YouTube-Suche reingibt, kommt euer Kanal ganz oben. Also von daher, es ist nicht zu übersehen, dass ihr LS macht oder dass du LS machst. Genau. Weil die erste, wirklich die komplett erste Seite mit LS größtenteils nur mit dir voll ist. Ja. Nice. Also was früher ein Garderobe war, das bist heute du. Gut. Was die Suchergebnisse angeht. Und das ist schon, das ich nenne das Steuerung W, meine Fresse. Ja, das sieht man dann dementsprechend schon. Aber wenn du logischerweise Spaß dran hast, so viele S-Projekte wie du machst, würde ich nicht können. Das höre ich von allen. Ich glaube, irgendwas ist mit mir nicht richtig, dass ich so viel LS spielen kann, ohne dass mir das auf den Sack geht. Ja. Also das könnte ich jetzt in der Hülle und Fülle nicht, aber wie gesagt, mit dem Singleplayer-Projekt will ich mich halt einfach mal wieder an die Materie rantasten. Einfach mal wieder so mein eigenes Bier machen. Ja klar. Was ich ja jetzt sowieso mache.
aber auch was LS halt angeht, einfach mein eigenes Bier machen und so machen, wie ich es halt gedenke. Und da merke ich schon mit dem Singleplayer-Ding, dass das wieder schon mal mehr Spaß macht. Ja, ja. Was ich halt auch so als Abschluss, vielleicht kann man das noch sagen, was ich halt mega feiere, ist eine Singleplayer-Sachen. Wenn du, ich habe so Phasen, wo ich richtig Bock drauf habe, ne? Dann setze ich mich auch teilweise hin, 2-3 Stunden und nehme einfach mal 5-6 Folgen auf. Weil ich einfach extrem Bock drauf habe. Und ich glaube, dann kommen tatsächlich die besten Folgen raus. Wenn du wirklich 100% dahinter stehst und das einfach richtig machst, weil du so Bock drauf hast. Ja. Ich habe bei LS, bei meinem Singleplayer-Ding auch. Allerdings, ich, wie gesagt, ich habe da jetzt maximal, was habe ich jetzt immer, 2 Folgen im Voraus, weil ich mir halt momentan, ich will halt sehr auf die Zuschauer eingehen. Ne? Ja. Ich mache ja immer über Infocards, Abstimmungen, wie, wo, was. Ja. Und alles, gut, das bremst mich dann aber halt auch in der Vorproduktion, leider Gottes aus. Ja. Aber wenn ich mich dann, ich nenne es mal traue, da auch, wenn ich mir sicher bin, ich weiß, was ich mache, weißt du, dann werde ich da auch wieder mehr vorproduzieren. Aber so momentan, ja, mach ich immer so 2 Folgen. Und damals, wo ich angefangen habe, eine Folge. Ja. Ne, das bremst sich dann immer ein bisschen aus. Aber dann gucke ich mir halt vorher 5 Minuten nochmal an, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Dann bin ich auch wieder drin. Ist, ne? Ja, genau. Aber gut, meine Freunde, wir sind für die Folge fertig. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Werner in der Infobox verlinkt. Ja, und dann dementsprechend bis morgen. Tschüss.